Unser Schneeberg wurde ca. am 21. März aufgebaut bei uns. Man hat begonnen, den Kunstschnee vom Berg runterzubringen, Kunstschnee zu produzieren und hier einen Haufen aufzuschneiden, zu schneien, so wie man jetzt hinter uns sieht. Das Ganze wurde dann mit 20 cm Hackschnitzel überdeckt. Darüber gab es noch einmal Fließfolie und dann eine Silofolie. Luftdicht verpackt, abgesperrt nach außen und so hat man das liegen lassen. Wie man sieht, auch nach Monaten Lagerung ist es wirklich toller Schnee. Also der Schnee wird jetzt abgedeckt. Ja, laut den Profis muss er jetzt atmen. Das heißt, das Ganze wird noch einmal eine Woche hier zu liegen gelassen im Freien, um Luft zuzuführen. Und dann in circa einer Woche beginnen wir, das Ganze wieder auf LKWs zu fräsen und wird dann auf die Strecke aufgebracht. Also der Schneebestand Ende März aus 15.000 Kubikmetern. Ja, und wir schätzen jetzt, nach unseren Berechnungen, sind noch ca. 12.500 da. Das heißt, der Verlust ist wirklich gering geblieben, weniger als wir uns errechnet hätten. Und das, obwohl eigentlich der Schnee hier in der Sonne und allen Witterungen ausgesetzt war über die letzten Monate. Wir haben es uns aber auch nicht sehr einfach gemacht, sondern haben wirklich mit den Profis gesprochen. Es gibt im Biathlon-Weltcup-Orte, die das seit mehreren Jahren so betreiben, in Deutschland und in Österreich, die Schnee lagern. Wir waren bei denen, haben uns die Technik angeschaut, haben uns sehr genau informiert und haben gesehen, das funktioniert wirklich. Und deswegen hat mich dann entschlossen, das Ganze so durchzuführen. Also man braucht ihn Ende November noch nicht ganz, aber Anfang Dezember, weil wir eine große Veranstaltung planen, Snowmobile, ein Motorschlittenrennen mitten durch das Ortszentrum, wir nennen es die Formel 1 des Winters. Unsere Streckenlänge wird ca. 850 Meter betragen. Ja, natürlich können wir jetzt mit der Menge nicht die großen und gewagten Steilkurven und vielleicht nicht alle Sprünge, die wir gerne hätten, mit einbauen. Ja. Aber um die Strecke zu befahren und um sie trotzdem für den Fahrer und den Zuschauer interessant und attraktiv zu machen, wird das reichen. Also ganz einfach, man nehme einen Wintersportort, sicher einen der schönsten in den Alpen, man nehme das Zentrum und stelle sich vor, dass mitten durch die Hotelzeilen eine Strecke, eine Grand Prix-Strecke aufgebaut wird, die aber nicht aus einem Belag wie in der Formel 1 aus Beton besteht, sondern bei uns aus Schnee. Ja, rundherum Tribünen, rundherum Energy Station, rundherum Paddock Club, Motorhome, Boxengasse und Bühne für Abendevents. Das alles flutlicht beleuchtet und noch mit Boxen rundherum, mit toller Moderation und tollen Side-Events. Das alles macht dann eigentlich Snowmobile aus. Also spannend wie die Formel 1 heuer zu Ende gegangen ist, würden wir es uns wünschen, dass es auch bei uns wäre. Wir fahren aber noch keine Weltmeisterschaft, sondern nur dieses eine Rennen bisher. Aber trotzdem denke ich, dass man durchaus einige Vergleiche mit der Formel 1 ziehen kann. Ja, wir werden den einen oder anderen Beteiligten der Formel 1 bei uns begrüßen dürfen. Die Formel 1 Österreich durch Alex Wurz und Christian Klien ist im Starterfeld. Unsere Moderatorenlegende Heinz Brüller wird das Ganze moderieren. Und wir versuchen auch sonst über die Red Bull Energy Station zum Beispiel einen Vergleich mit der Formel 1 hinzubringen. Ob weitere aktuelle Formel 1-Fahrer im Feld zu finden sein werden, daran sind wir gerade. Es gibt durchaus das eine oder andere positive Zeichen und ich denke, wir werden noch für ein paar Überraschungen sorgen können. Das Ganze geht so, dass wir am ersten Tag Trainings fahren, um die Leute mal an das Gerät zu gewöhnen, ihnen zu zeigen, wie die Strecke geht. Am Abend dann aber schon ins Qualifying bei Flutlicht, wo das Team sich qualifizieren muss für den Startplatz am nächsten Tag. Und am Sonntag eben, 5. Dezember, Finale. Großes Finale, kleines Finale, wiederum bei Flutlicht. Und da wird dann wirklich der große Preis ausgefochten. Das ganz Wichtige ist, wir machen diese Veranstaltung frei zugänglich für jeden Besucher. Jeder, der nach Saalbach-Hinterleben kommt, hat gratis Zutritt zu den Tribünen, zu sämtlichen Veranstaltungen, aber nicht nur die Rennen, sondern wir bieten auch zahlreiche Side-Events, sei es die Weltcup-Party im Gorstall, bis dann hin zur Ö3-Party mit Sunrise Avenue live auf der Bühne und am Sonntag der After-Race-Party. Jeder kann mit dabei sein, jeder kann einfach kommen, Skifahren gehen und sich dann zur Strecke stellen und ein schönes Wochenende genießen.